Was? Ist irgendein klar, was gerade passiert ist? Ich schaue blöd ins E-Mail rein und ich kriege eine Mitteilung nach der anderen, dass mein Song gebläht wird. Meine ersten Song, It's Just a Shame und so weiter. Niemand kann mehr behaupten, auch mein lieber Bruder nicht, dass das für Arsch ist, was ich da tue. Da geht's Katsching. Money. Die müssen dafür bezahlen, wenn sie das spielen. Meine Songs. Katsching, 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 Katsching. Und das war nur Scheißmusik meiner Ansicht nach. Wenn ich die neuen Sachen habe, dann scheiße es in die Hosen. Das heißt, ich muss wieder meine neuen Sachen aufspielen. Aber nicht so knapp. Ja, bist du deppert? Wir hätten damit gerechnet. Also nicht im Traum. Nicht im Traum, dass der Scheiß passiert. Schau, der Scheiß. Der Scheiß. Eine Message nach der anderen. Eine Message nach der anderen. Hallo, die spielen der Musik. Ja, was glaubst du, was ich dann denke? An meinen Geburtstag, am 21.06. um 6 Uhr auf die Nacht, oder 9 Uhr später, kriege ich plötzlich eine Message nach der anderen. Weißt, das geht klar los. Da schaut einer und dann, was spielen die sonst noch da? Was hat denn das? Oh, das ist ja anders, ist ja auch nicht schlecht. Ja, und ich habe erst vielleicht ein Drittel oben, was ich aufspielen will. Ich bin ja voll sauer. Jetzt muss ich meinen ganzen Scheiß aufballern, den ich. Schau, wenn ich jetzt ein Arschloch war, ja? Wenn ich so das Arschloch, typische Arschloch war und jetzt so eine Roboterarmee habe, und diese Roboterarmee, naja, diese 5000 Songs, die auf Festplatte habe, da, ja, 5000 für das Schiff, in alle möglichen Variationen, das ist doch wurscht, und ich lasse die alle raus, spülen gehe. Du hast ja keine Ahnung, was ihm gefällt. Aber in dem Moment, wo Leute nachschauen, sagen sie, das gefällt mir aber auch, das lade ich mir mal an. Das ist ja nur ein Euro. Das ist ja nur ein Euro. Für ihn ist nur einer. Aber für mich können das viele werden. Verdammt viele, meiner Ansicht nach. So fängt es immer an. So klar. So klar muss es anfangen. Ich hab's gesagt, es wird klar anfangen und dann kommt die Lawine. Scheiße, du musst jetzt alles aufspielen, weil wenn die erst. Oh, da wird der ganze Scheiß, den ich so gesagt habe, auch plötzlich interessant. Nein, jetzt. Ich habe gewusst, dass der da kommt. Das war ja nicht. Naja, aber. Ich habe da erst auf vielen Ebenen probiert, da was zu tun. Ja. Eine davor hat er gezogen. Und das Komische ist, dass ausgerechnet die das ist, mit der er gar nicht gerechnet hat. Das ist das Schöne, weißt, dass du noch was, gibt ja noch Sachen, über die du freuen kannst. Das Scheißlicht geht auf und auf. Ich weiß, ist jetzt auch scheißegal, ich muss jetzt eh feiern. Aber wie? Aber wie, wenn das heißt, Geldprobleme, ade, ich kann nach Amerika fliegen, tut wäre vielleicht schon. Ich muss noch meinen ganzen Scheiß einmal aufspülen, weil die kriegen jetzt auf einmal einen Schwung von 30 Viren, die richtig Dampf haben. Gegen das, was da, das ist nur Scheiß. Echt? Das ist ein Scheiß. Gegen das, was ich jetzt mache. Ja, was ist denn dann los? Ja, so muss ich drüber denken. Und nicht anders. Weil ich denke so drüber, weil ich weiß, dass so ist. Das ist ja, was. Leute hören da das an, aber ich habe ja 20 Versionen von jedem Scheißding und nochmal 30, da ist immer Abfolger, wie ich dazu gekommen bin. Das ist gar nicht, das ist interessant, wie das die entwickelt hat, das habe ich schon wieder drüber gemacht, wie ich da hingekommen bin. Selbst das ist interessant. Nicht, ich gebe es ja zu, wie ich es mache, es ist ja nicht nichts Besseres. Ich singe da rein und dann versucht die Software das Beste draus zu machen und ich helfe dabei. Na, was, das ist der ganze Vorgang. Und irgendwie. Habe ich das Gefühl dabei, dass man sie verstehen, die zwei. Ja, so mache ich das. Ich frage sie nochmal, das ist alles, was du drauf hast? Das geht doch besser, oder? Und dann macht es besser. Heute mit dem, ich schwöre dir das mit dem, von jedem Mal, habe ich gesagt, und dann war der Punkt da, wo es drüber war. Ich habe gesagt, jetzt ist gut, oder? Das war's.
Das vorletzte war das Beste, oder? Dann haben wir aufgehört. Das war es jetzt. Lieber, das war gesteigert, gesteigert bis zum Ding und dann gesagt, ja, jetzt passt es gerade. Meiner Meinung nach. Was weiß denn ich, ob das stimmt oder nicht? Aber mir kann es doch wurscht sein. Das ist das, was ich mir denke, wenn ich denke, das berührt mich, aber das, oder da zuckt es, da will ich tanzen, oder das mit das, das macht ein Gefühl in mir, ja, dann ist gut. Für mich. Und ob das für andere auch gut ist, weiß ich nicht. Was soll ich machen? Wenn es einen interessiert, ist mir genauso wurscht. Ja? Aber ich glaube, anders sollte es nie damit umgehen. Das muss der wurscht sein. Weil in dem Moment, wo es dann nicht mehr wurscht ist, wenn ich das nach dem Geschmack von dem anderen mache, dann bin ich es ja nicht mehr. Ich kann sagen, das, was ich da gemacht habe, das ist das, was mir gefällt. Das, was ich rausgelassen habe, ist das, was mir gefällt, mit dem ich leben kann. Ich habe noch 4847 Songs, die ich nicht hernehme. Aus dem Grund, weil es zu knapp bei den anderen dran sind oder zu viel nach dem Ambros klingen, obwohl ich selber singe. Weißt, ich sage, das klingt mir zu viel nach dem Ambros. Das will ich nicht. So ein bisschen, das darf sein. Das ist eine Hommage, ja, an ihm. Gott hat ihn, der ist ja noch nicht, aber ist für mich ein Gott. Ja. Hat auch leider angebaut. Den haben sie auch fertig gemacht, meiner Ansicht nach. Oder hat er sich selber fertig gemacht, sie gesoffen, keine Ahnung. Ich habe noch nicht mit dem geredet. Ich will da kein Urteil ablesen, aber vielleicht ist er ja ganz in Ordnung. Ich habe nur sein Drama kennengelernt. Ja, den Typen. Und das war ein fester Truppel. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten, weil der, lieber Herr Ambros, Sie haben einmal einen Schlagzeuger gehabt. Vielleicht hat er gut spielen können, aber ansonsten. Vor allem, wie kann man gut spielen, wenn man zwei Linke hängt hat? Der konnte ja mit den Händen gar nichts anfangen. Ich habe gesagt, wie kannst du nur Schlagzeug spielen mit den Händen? Die können ja gar nichts anderes anscheinend. Weil die Hände haben anscheinend nur einen Tag Schlagzeug spielen können, aber alles andere war unbrauchbar. Und er ist Typ auch ziemlich unangenehm. Einbild wie Sau. Jetzt sage ich, der kann ja wenigstens meine Profession anerkennen, wenn er schon von mir Brill baut kriegt will. Oder beziehungsweise er hat sich eingebildet, er kann es selber, der Herr Gut. Und dann hat er nur Scheiße gebaut und hat dann gesagt, Junge, das hast du jetzt kaputt gemacht. Aber dann wird sie, ja, du kannst aber, ja, wenn du dich verschiebst, dann ist er hin. Oder du machst ein kleines Brill, das wird halt nur kleiner. Und ich kaufe dir den Scheiß ab und mache ein ganz kleines Brill draus. Aber dann ist halt nicht viel wert, das Ding, was du da produziert hast. Das ist halt, da gebe ich dir einen Fuffi dafür. Ja? Oder haben wir es halt weg. Mir ist wurscht. Und der, ich kann mir einen eigenen machen, der kostet mir gar nichts. Das ist ja nur, ja. Also, anyway, das war ein fester Trottel meiner Ansicht nach. Und ich weiß nicht, ob du den noch hast oder der, das war Satire, aber das sind sie alle. Aber. Kannst du mir aufklären, vielleicht hat er wahnsinnig gut Schlagzeug gespielt und dann hat man das akzeptiert, dass er sonst ein Trottel war. Das kann ich durchaus verstehen. Ich wollte es nur wissen, ob es da aufgefallen ist oder nicht. Weil wenn dir das nicht aufgefallen ist, dass das ein fester Trottel war, das heißt ja, dass du genauso drauf gewesen sein musst wie der. Und dann, Entschuldigung, dann warst du auch ein fester Trottel. Aber das kann ich nicht beurteilen, kenne ich ja nicht. Ich kenne ihn nur aus Funk und Fernsehen und wir wissen so, wie ihn kennenlernen. Ja? Ich kann nur beurteilen, wie ist die Musik und die Musik verstehe. Ja? Das zwickt mir. Ich meine, dran, das trifft es nämlich gerade, was ich mir die ganze Zeit zwickt es mich, weil, Alter, was da vor sich geht, merkt das keiner. Das ist, das dort, zwickt es mich, deswegen habe ich den ja gespielt. Ich gesagt, das ist meine Situation gerade, zwickt es mich, weil, das gibt es ja gar nicht. Ja? Deswegen habe ich den, weißt du, das habe ich meinem Bruder gesagt, wie du das auch immer nennen willst, was ich hier produziere, von mir ist, von dir ist gesehen keine Musik nicht. Trotzdem, es erweckt Gefühle bei mir und wenn man meine Frau anruft und sagt, bei dem letzten Lied habe ich rehren müssen, was will da? Was will da mehr? Gar nicht mehr. Echt nicht. Echt nicht. Das ist das Beste. Wenn die eigene Frau da sagt, ja. Da ist was dran. Weil das sagt sie, wenn sie, das sollten sie mir leider auch hören, das sage ich, ja, ich weiß. Aber wie immer, das ist nichts. Das ist nichts, das kann nichts. Ja, das höre ich immer von den Leuten, die mich beurteilen und meistens selber einen Scheiß drauf haben. Ja, die sagen immer, na, das ist nichts, kann nichts, weil wenn der das kann, das geht ja nicht. Der ausgerechnet, er der Mike. Ja, dabei ist vielleicht gerade deswegen gut, weil es der Mike macht. Ja. Das ist das, was ich übersehen dabei. Ja, auch mein eigener Bruder. Das vor allem eigene Brüder, das kann ja nicht sein, weil das hat
mein Bruder, ich müsste ja viel besser sein als der. Ja, das ist der Irrtum. Vielleicht ändert sich sowas auch mit der Zeit. Mit den Erfahrungen, die man macht, dass man vielleicht dann ja, geläutert wird. Ja, kriegst du einen Deckel. Weil, weißt, wenn du steppert bist und du spürst jetzt viel und meinst, es ist alles leiwand und dann stirbst du mal und dann lassen sie dich wieder mitspielen und dann sagst du, okay, weißt du, dass jetzt weitergeht, aber. Scheiße, das heißt ja Verantwortung plötzlich in der Richtung. Ich könnte das, ich könnte dir anderen Leuten helfen, aber wie machen das? Die glauben das ja nie. Aber vielleicht, wenn man sich ans Fuß singt und seine Gefühle offenlegt.